Servus Malo bei Not Another Dope Show. Ich weiß gar nicht, wer anfangen soll. Man merkt, dass langsam ein Wahlkampf anläuft, so ein bisschen in Berlin. Ist halt so, da lief wohl auf der Abendschau ein Bericht mal wieder über den Görli und in Facebook unten drunter, diese Kommentare, weißt du, sind sofort da, die ganzen blinden Menschen, die halt das Problem überhaupt nicht erkennen. Es ist doch nur ein Symptom, dass da Leute stehen im Görlitzer Park und Drogen verkaufen. Ja? Da stehen Schwarzafrikaner, noch andere Leute, die halt aus irgendwelchen Fluchtländern sind, und meistens sind Flüchtlinge oder halt Menschen, die hier geduldet sind, aber halt die Hilfe vom Staat schaut halt aus, dass sie, weiß ich nicht, ein paar Gutscheine kriegen und sonst nichts. Also die brauchen Bargeld, das ist ganz klar. Und da versuchen sie halt, wenn sie schon was Kriminelles machen müssen, ihnen das am wenigsten Schaden macht. Das ist halt immer ein Drogenmarkt. Die Kunden, die da hingehen auf dem Drogenmarkt und sich was kaufen, die gehen da extra hin, weil sie was kaufen wollen. Das sind nun mal Leute, die halt Drogen nehmen möchten. Egal, ob da welche dabei sind, das wird gestrandete Existenzen sind, oder ob das welche sind, denen es das du einfach nicht ansiehst. Man sieht es halt nicht an jeden an. Ja? Steht ja nicht da, Junkie oder Kiffer oder weiß ich nicht. Gut, ich will nochmal ein bisschen über die Stränge schlagen, dann sieht man es mir die Augen schon an. Aber das liegt halt dann daran, dass ich eine neue Sorte habe, also medizinisches Cannabis. Wer mich nicht so kennt, der weiß das vielleicht nicht. Ich kriege medizinisches Cannabis verschrieben. Und wenn man da Sorten wechseln muss, dann kann zum Beispiel ein Scheppern im Kopf. Selbe Dosierung und schon kann es sein. Aber ist ein anderes Thema. Hier geht es jetzt gerade darum, dass jetzt gerade wieder auf die Ärmsten der Armen und halt jetzt der Wahlkampf gemacht werden, weißt du? Diese Menschen stehen da jetzt schon, weiß ich nicht wie lange, in diesen Parks zum Verkaufen Drogen. Und es ist nicht nur der Görli, auch wenn nur immer der Görli genannt wird. Die stehen auch in der Hasenheide, ist auch ein uralter, bekannter Partner. In Kotti stehen Leute rum, überall in ganz Berlin kannst du Drogen kaufen, wenn du es drauf anlegst. Da wird es nur offensichtlich, weil es halt ein Brennpunkt ist. Ja, alle wollen sie immer in die Mitte von einer Stadt. Ich weiß nicht, warum Menschen so sind, aber alle wollen sie immer ins Zentrum. Weil da halt immer alles schön zentral ist und alles nah ist, fußläufig zu erreichen. Auch zählt auch für die Drogis. Und alle fahren halt da auch hin, weil sie wissen, dass es da das gibt. Weil halt ständig da irgendjemand das in der Presse breit tritt. Ja? Jeder weiß es, in ganz Deutschland, ja, ganzen Welt wissen sie, wer, was der Görli ist. Jeder kennt das. Und wer ist da schuld dran? Ganz sicher nicht die Befürworter, sondern die Gegner. Die sind nur in die Presse mit riesen Trara und ja riesen Drama draus machen und auch ja teilweise Sachen aufdeuten, aufzeigen, die richtig wahr sind. Klar ist es ein Problem, aber würde man den kompletten Drogenmarkt, den Schwarzmarkt entziehen, indem man regulierte Abgabemodelle macht? Ich rede jetzt nicht vom Heroin im Supermarkt oder in der Apotheke oder vom Cannabis im Supermarkt. Auch raus aus der Apotheke, was den Freizeitkonsum angeht. Da braucht es Fachgeschäfte, wo man sich registrieren muss und so weiter und so fort. Und da, wo du halt auch nicht diese Unmengen kaufen kannst. Selbstverständlich wird es einen Schwarzmarkt am Anfang noch geben, die vielleicht auch versuchen, irgendwie aus Deutschland raus ins benachbarte Ausland dann zu verkaufen, weil wenn es hier legal ist und die Konsumenten es legal kriegen können, aber Touristen außen vor sind, wird es natürlich einen verstärkten Touristenmarkt geben. Deswegen würde ich bei Cannabis das schon richtig öffnen, sodass die Leute da auch die Möglichkeit haben, die nur deswegen hierher kommen, weil es gibt genug, die das machen, egal ihr Geld da lassen können und das Ganze in die Steuerkasse fließt. Wenn man sich anschaut, wie hoch der Gewinn ist beim medizinischen Cannabis für den deutschen Staat, ja, die Steuern, die sie da eingenommen haben, und das dagegen setzt zur Schwierigkeit für die meisten, ein Rezept zu erhalten oder die ein Rezept haben, das überhaupt einlösen zu können, wenn sie das Geld nicht haben. Und angenommen, die paar wenig Glücklichen, die es leisten können, haben dann ein Problem, weil es die Sorten nicht gibt, weil die, die richtig Geld haben,
Die haben schon lange das Rezept, sobald sie wissen, die Sorte kommt, holen sie das Rezept, rennen dahin, holen den ganzen weg und alle anderen schauen in die Röhre, weißt schon. Also wir haben ja auch Notstand andauernd in der Apotheke. Also ich finde, man kann Menschen nicht davon abhalten, selbst in die Kneste gibt es Drogen. Selbst in Bayern, ich war ja selber dort, ich habe selber dort Drogen konsumiert, ich habe eine Hepatitis C eingefangen. In genau, Bayern. Tieferes Bayern geht gar nicht. Verstehst du? Und da ist es wirklich ultra krass, wie die da mit den Drogen umgehen. Deswegen war ich ja überhaupt im Gefängnis. Aber die Frage ist doch, ist das wirklich die Antwort darauf, dass jemand sagt, hey, mach kein Bier, ich will kein Alkohol, hey, Mann, das, nee, ich hab halt Bock auf was anderes. Die Love Parade, ihr wisst genau, wie viele Menschen das da waren, wie voll das ganze Ding war. Und der Großteil davon war auf MDMA, Speed oder Koks. Ein Haufen haben auch gekifft. Ist irgendwas Großartiges passiert? Und jetzt schaust du das Oktoberfest an. Viertelstunde nach Eröffnung die erste Alkoholleiche und weiß nicht, wie viele Schlägereien am ersten Tag. Wo ist denn da die wirkliche gefährliche Gefahr für die Gesundheit? Selbstverständlich will niemand Crystal Meth irgendwo legal erhältlich sehen, aber wenn man das in ärztliche Hände gibt und diejenigen, die jetzt schon richtig krass drauf sind und davon nicht mehr wegkommen, wenn man das denen ermöglicht, eine Alternative, die so ähnlich wirkt, aber nicht so einen großen Zerfall hat, zu bekommen, ich schwöre dir, die würden das nehmen. Und ich spreche aus Erfahrung, ja. Der Drogenmarkt, der Schwarzmarkt, das hat alles einen Flair. Das ganze Leben wird danach ausgerichtet, wenn man richtig abhängig ist. Wenn du das plötzlich kriegst und nicht mehr die Begleiterscheinungen hast, das heißt Geld besorgen, losziehen, Drogen besorgen, irgendwo konsumieren, schauen, dass man nicht erwischt wird, wenn das alles wegfällt und du es einfach haben kannst, so wie eine Zigarette oder wie Bier, dann kannst du dann wieder ganz normal am Leben teilnehmen. Und plötzlich verlierst du die Lust daran. Es ist irgendwie dauernd normal. Und dann bist du empfänglich für eine Therapie, für ein Therapieangebot. Also sehr, vielleicht ist es doch nicht so die Frage. Vielleicht will ich ja doch aufhören. Oder auf andere Substanz nicht so schädliches umsteigen. Weil es vielleicht nicht ganz schafft, so ohne seelische Krücke. Weil die, schauen wir uns doch die Welt an, die wird doch immer härter, es ist immer schlimmer. Kein Wunder, dass die Leute alle ausflippen und dann meinen, sie müssen mit Drogen irgendwie ausflüchten. Ne? Nur die Nutznießer, die Rücksichtslosen, die können halt natürlich bestehen und da weiter durchrutschen und ein Bier nach dem anderen stemmen und alles weg, zack, 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 zack. Ja, aber kann ja bis Leute tun, zum Beispiel nicht so, zack, zack. Ja? Und wenn einer der Heroin haben kann, medizinisch rein ist, da gibt es Berichte darüber, wie die Leute, dass denn ihr Leben gerettet worden ist. Aber ich frage mich ganz ehrlich, warum müssen wir denn warten, bis sie so halb von innen raus verfaulen, wenn man so krank ist, dass niemand nichts mehr anders geht? Wieso? Warum kann man das nicht schon früher ermöglichen? Und nicht erst, oh, da müsst ihr erst 4, 5 Therapien gehabt haben und abbrochen oder gegangen oder gemacht und rückfällig, muss das ganz unten sein, in der Scheiße drin. Bevor wir da helfen. Wieso muss denn das so sein? Weißt du, das geht jetzt mal an die Moral von den Helfern da draußen, die sich einbilden, Wunder was zu sein, weil sie irgendwie so einen Schwerstabhängigen endlich mal was ermöglichen. Helft nicht, dass die Politik sich ändert, dass das alles aufhört. Dann hört auch der kriminelle Markt auf. Dann gibt es auch keine Farbigen mehr, die im Park stehen und Gras verkaufen. Dann verkaufst du halt handgeknüpften Schmuck. Verstehst du? Wenn es euch wirklich um das geht, dass die Drogen aus dem Park verschwinden, dann muss man es legalisieren. Geht es euch darum, dass die Farbigen verschwinden, dann seid ihr so ekelhaft wie die anderen in Welt AfD. Verstehst du? Wenn es euch darum geht, das andere wegzumachen. Wenn ihr menschlich seid und drüber nachdenkt und einmal das Wort Alkohol oder Wein oder Sekt oder Bier also einem Kopf verschwinden lasst und daraus Droge macht und das alles mal anschaut, dass das, und dann erkennt sie das auch. Das sind nur Drogen. Verstehst du? Wir haben einen legalen Drogenmarkt. Und der ist auch noch so lasch, dass alles zu spät ist, dass sich sogar Kinder totsaufen könnten.
Verstehst du, der 16-Jährige kann sich ja Bier kaufen und einen Wein. Bloß kein Weinbrand. Ja, hallo, der kann sich auch mit dem Bier totsaufen. So geht das schon mal los. Also ich verstehe nicht. Das ist doch ein Heranzüchten von Abhängigen. Mehr ist das nicht. Und das ist logisch von der CSU sehr gewollt, weil die ja da überall regieren, wo der Alkohol groß ist. Ja? Ey, jetzt sagen wir doch mal ehrlich. Wir werden von Alkoholikern teilweise regiert. Und da sind schon einige Schnapsnasen drin. Und niemand schert sich drum. Das ist uns auch scheißegal. Jeder kann machen, was er will, heißt's, gell? Aber wenn ich machen kann, was ich will, dann will ich genau dasselbe Recht haben wie der Alkoholiker auch. Ich möchte vom Staat kontrollierte Ware haben, wo man ganz sicher sein kann, dass da kein Dreck drin ist. Dass wenn ich mir ein Ecstasy kaufe, würde ich nicht, weil mir da fahre ich nicht mehr drauf ab, ich bin zu alt dafür, aber wenn ich mal ein Ecstasy kaufe oder ein junger Mensch kauft sich Ecstasy, dann soll es auch Ecstasy sein und nicht irgendwas anderes. Wenn sich einer Kokain kauft, dann soll es auch Kokain sein und nicht irgend so ein wischiwaschi, neumodischer Scheißdreck, der zwar so ausschaut, ähnlich wirkt, aber gleichzeitig auch den Kopf kaputt macht, die Sau. Kokain ist sehr nicht gefährlich genug, verstehst du das? Aber wenn du das saubere Zeug haben kannst, was die nicht kaputt macht, dann ist doch das dem vorzuziehen, oder? Und das Geld, was da umgesetzt wird bei dem Zeug, das kriegt dann der Staat. Der kann damit Präventionsprogramme machen, der kann damit Schulen sanieren, der kann damit, weiß der Geier, was alles machen. Das Gesundheitssystem kann man sanieren, alles. Du glaubst ja gar nicht, wie viel Kohle damit umgesetzt wird. Die Kriege in Afghanistan werden mit Heroin finanziert. Verstehst du das? Legalisier Cannabis. Dann bauen die dort alle Asche an. Da sind sie richtig gut drin. Schwarze Afghanistan ist der Wahnsinn. Aber es wird alles verdrängt von den Mondfeldern für den europäischen Markt. Wer hat denn da das alles in der Hand, Leute? Macht's da mal die Augen auf. Verstehst du es? Von Kabul aus dem Fluss unter der Brücke bis zu uns kannst du die Straße doch verfolgen. Herr Prozi war erst letztens so einen Bericht gehabt. Alter, das ist halt nicht von der Hand zu weisen, wer da wirklich die Kohle macht damit. Und da muss man halt dann sagen, okay, wir können den Markt sofort beenden. Und ganz Europa, EU-weit können wir einfach, zack, Heroin gibt es ab sofort vom Arzt für alle, die es haben wollen. Was glaubst du, wie schnell das dieser Markt versiegt? Niemand, kein Kind hat Bock auf Heroin oder auf irgendwelche Drogen, ganz ehrlich, ey. Diese Blödsinn 12 bis 21, hallo? Wenn die alle mit 18 bis 21 kiffen, da stehen trotzdem nur von den 12 bis zu den 18-Jährigen die Kinder und haben alle drin in der Statistik, ob die kiffen oder nicht. Warum fangen die denn bei 12 so jung an? Wenn es ein paar gibt, dann sind das echte Problemfälle. Und dann muss man sich ja noch um die Familie kümmern und schauen, was ist denn da los in dem Umfeld, ob stimmt da was nicht. Genauso wie wenn Kinder besoffen in der Weltgeschichte rumlaufen. Ja? Weil ist bei mir passiert, ich bin besoffen. Als bevor, da war ich nicht einmal in der Schule. Verstehst du? Wie alt wäre ich gewesen sein? 5? 4, 5? Mit dem Nachtambubs haben wir unser Bier inzwischen. Wir wussten nicht, was passiert. Wir dachten, das ist zum Durstlöschen, weil man ja ein paar Bauch ab dazu trinken darf. Und dann hat jeder halben Liter Bier, weißt du, was da abgibt bei so einem kleinen Körper? Ich war stockbesoffen. Und das haben sie auch alle mitgekriegt, weil halt ständig irgendwie Haufen Kinder mit mir umeinander gelaufen sind, weil alles so lustig war. Alter, keiner hat sich drum gekümmert. Meine Eltern haben das erfahren und haben halt gesagt, hey, du musst halt das Bier besser wegsperren. Fertig, ich war nie wieder besoffen, bis ich 16 war. Verstehst? Obwohl, einmal haben wir es beim Nachbarn wunderbar probiert, hat er, war ekelhaft, das war Weißbier, das kann man gleich aus der Nase geschossen, hat sich sofort erledigt gehabt, wollte man nichts mehr anfassen. Aber Fakt ist nun einmal, es löst keine Probleme, wenn man jetzt hergeht und sagt, im Wörlitzer Pakt, die Afrikaner müssen wir vertreiben. Gar nichts. Peace out.